Herzlich willkommen bei inpixis.net. Wir sind hier heute mit der Synology Disk Station 214 Play. Bei der 214 Play handelt es sich um einen Dual-Core Intel Atom Prozessor, der mit 1 GB Arbeitsspeicher angereichert ist und über 2 Laufwerksschächte verfügt. Die Play ist genau dafür gedacht, dass man damit streamen soll, man soll damit transcoden, man soll damit im Endeffekt On-Demand-Streaming ermöglichen. So, dann schauen wir mal, was wir hier vorfinden. Wir haben zunächst der Seite die Synology, hier mit 2 USB 3.0 auf der Rückseite und einem vorne, sowie hier einem SD-Lesegerät. Des Weiteren haben wir unten einen eSATA-Anschluss und ein Kensington-Lock, sowie hier einen Reset-Knopf. Weiter in der Box finden wir natürlich das Netzkabel, logischerweise. Sowie eine Kiste mit dem notwendigen Adapter, einem Netzwerkkabel und den für die Montage der Festplatten notwendigen Schrauben und einer Kurzeinleitung, mit der man die Synology einrichten kann. Zur Inbetriebnahme der Synology ist jetzt entweder der Einbau einer neuen Festplatte notwendig oder der Einbau einer bereits existenten Festplatte aus einer alten Synology. Wir gehen jetzt mal von dem zweiten Fall aus, haben hier eine zweite Synology, eine etwas ältere von letztem Jahr und die Festplatte, super, kommt hier auch raus. Abgezogen, alte Synology weg. Die neue Synology 214 Play hat die Möglichkeit, hier vorne Festplatten aufzunehmen. Dafür zieht man einfach diese Abdeckung ab und hat dann hier die Möglichkeit, den Laufwerksschacht abzuziehen, wo man dann ganz einfach die Festplatte hier einbaut und hier dann die Möglichkeit hat, wenn sie ganz drin ist, im Moment noch nicht ist. So, jetzt ist sie ganz drin. Jetzt haben wir sie ganz drin. Und dann schiebt man sie einfach wieder so rein, wie sie war, nicht so rum. Und hat die Festplatte eingebaut. Dann muss nur noch der Netzstecker dran und schon geht's zur Einrichtung.